dann erzähle ich einfach mal, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe auf dem Internet recherchiert und dann bin ich auf die Helvetiklinik gestoßen. Dann habe ich Kontakt aufgenommen und das war eigentlich der erste Grund, warum ich mich dann relativ schnell entschieden habe zu kommen, weil ich sehr schnell eine Antwort bekommen habe. Reaktionszeit war sehr gut. Ich hatte eine Offerte von meinem Zahnarzt in der Schweiz, aber nur für ein paar gröbere Dinge. Und dann habe ich den Vergleich gemacht und gesagt, das klingt attraktiv und sehr professionell. Und dann habe ich das Angebot wahrgenommen, an diesem Tag hierher zu kommen. Das war sehr interessant, weil ich kam hierher und man hat relativ schnell eine Diagnose gemacht. Die Diagnose war klar und eindeutig. Es gibt zwei Varianten. Entweder die Variante, man fliegt einfach ein bisschen, das wäre das gleiche gewesen, was mein Zahnarzt offeriert hat. Oder man macht es richtig. Und meine Absicht war eigentlich schon immer von Anfang an, alles wirklich richtig zu machen. Und die ganze Zahnstellung war einfach nicht mehr korrekt. Weil durch verschiedene Kronen, die ich hatte und Inlays und wieder dort ein Flick und dort ein Flick, hat sich dann einfach die ganze Zahnstellung verschoben und alles hat nicht mehr schön ausgesehen. Und basierend auf dem habe ich mich dann für die, ich sag mal, Totalrestauration entschieden. Das heißt 28 Zähne. Da habe ich erstmal gewusst, wie viele Zähne ein Mensch im Mund hat. 28 Zähne, wirklich in Kronen und Veneers. Und wirklich das so zu machen, dass es wieder gut aussieht. Und ich hatte und das war sehr, sehr entgegenkommen von einer Fetti-Klinik. Ich hatte gewisse Zeitrestriktionen. Man konnte das dann so machen, dass ich das alles eigentlich die Vorbereitung innerhalb von einer Woche machen konnte. Dann war ich 3 Wochen weg. Das war auch ideal, man konnte dann im Zahnlabor alles vorbereiten und als ich zurückkam, war es eigentlich wieder ein Aufwand von etwas mehr als einer Woche. Also innerhalb von, ich sag mal, 2 Wochen Behandlungszeit wurde alles so gemacht, wie es jetzt aussieht. Und ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden. Also wenn man jetzt wieder lächelt, sieht man, die Zähne sind alle wieder am richtigen Ort. Ich habe schon jetzt nach einer Woche das Gefühl, das sind meine Zähne. Also, kann ich mehr dazu sagen.